Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Video News Channels hier vom Video News Magazin. Mein Name ist Josef Veit. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie lange die Kapazität einer Speicherkarte, einer SD-Karte ist und welche Unterschiede es vielleicht gibt? Wie bewahrt man diese Karten am besten auf, damit die Informationen, die darauf gespeichert sind, möglichst lange halten? Sind dies mechanische Speicherungen oder sind das magnetische Speicherungen oder gar optische Speicherungen? Wie funktioniert eigentlich diese Technik und wie kann man sich davor schützen, dass plötzlich alle Daten weg sind? Dazu führe ich gleich ein Gespräch mit einem Manager hier bei Transcent. Ich bin hier im Gespräch mit George Linadatos. Er ist Produktmanager und die Frage ist, wie kann man Speichermedien nachhaltig so behandeln, dass möglichst die Informationen nicht verloren gehen? Bei Speichermedien ist es ähnlich wie bei Kleidungsprodukten. Es gibt Pflegeanweisungen für die richtige Handhabung von Bekleidung. Und bei Speicherprodukten muss man einen wichtigen Sachverhalt immer berücksichtigen. Eine Speicherkarte enthält einen Controller. Und dieser Controller muss mit dem Controller der Kamera, der Videokamera, gut harmonieren. Wenn der Controller eingestellt wird auf die Kamera und das erfolgt durch eine Formatierung bei der erstmaligen Verwendung, dann sind sie aufeinander abgestimmt und wenn man dann sicherstellt, dass man diese Speicherkarte ausschließlich in dieser Kamera verwendet, dann verlängert man die Lebenszeit auf ihr Maximum. Mit anderen Worten, das Herausnehmen der Speicherkarte aus einer Kamera und der Einsatz in einer anderen Kamera, die meinetwegen auch kompatibel ist oder ein Vorgängermodell darstellt, führt in der Regel zu einer Verwirrung des Controllers, entweder der anderen Kamera oder der Speicherkarte. Und wenn das übertrieben erfolgt, in übertriebenem Maße, kann es zu einem Ausfall der Speicherkarte führen, die eigentlich nichts mit einem mechanischen Defekt zu tun haben, sondern einfach mit einer Überforderung des Controllers. Ja, ich erlebe öfters, dass die Leute sagen, ich brauche die nicht formatieren, die läuft auch ohne Formatierung. Sie haben es schon richtig gesagt, das ist ein wichtiger Punkt. Aber was passiert, wenn jemand regelmäßig von seiner Speicherkarte, von den Videodateien, bestimmte Dateien einfach rauslöscht? Also außer, dass die sowieso durcheinander geraten, das ist ja ein unangenehmer Nebeneffekt, aber passiert sonst etwas mit dem Schutzsystem der Speicherkarte? Ja, stellen Sie sich das so vor, die Speicherkarte, der Controller der Speicherkarte enthält ein Inhaltsverzeichnis und er weiß, was dort abgespeichert worden ist. In dem Augenblick, wo die Speicherkarte entnommen wird und über ein Kartenlesegerät oder über den Kartenleser des Computers oder Notebooks eingelesen wird, erfährt der Controller ja nichts davon. Und man kann die Bilder übertragen auf den Rechner, auf die Festplatte des Rechners oder auf eine externe und dann bearbeiten und löschen. Aber sobald man anfängt, zum Beispiel die einzelnen Fotos, die misslungen sind, zum Beispiel, zu löschen in dem Rechner über das Kartenlesegerät und dann die Karte wieder in die ursprüngliche Kamera einsetzt, ist der Controller verwirrt, weil er hat einen Platz reserviert mit einem Foto und dieses Foto ist nicht mehr enthalten. Und er kann, wenn das ein hochwertiger Controller ist, kann er damit arbeiten und trotzdem funktionieren. Aber wenn das regelmäßig passiert und wiederholt vorgenommen wird, dann kommt wieder der Zeitpunkt, bei dem ein Controller einfach meldet, ich habe einen Speicherfehler. Und dann ist die Karte nicht mehr verwendbar. Das ist das Allerschlimmste. Man kann sie auch nicht mehr formatieren und im schlimmsten Fall sogar die Dateien nicht mehr retten, wenn das übermäßig dann so vorgenommen wird. Das war jetzt die Speicherkarte. Wie ist es bei einem USB-Medium, zum Beispiel einem USB-Stick? Bei einem USB-Stick gibt es eine wichtige Anleitung und Anweisung, Pflegeanweisung, wie ich sie mal nenne, die ein langes Leben gewährleistet. Sie haben gesehen, ein sehr spannendes Thema und wenn Sie die Ratschläge, die Ihnen gegeben wurden, hier befolgen, dann werden Sie wohl künftig auch weniger Stress mit verlorenen Daten haben. Dies war der Video News Channel von der Fotokina hier. Mein Name ist Josef Veit. Sie wissen, dass dieses
Programm hier nur ein Teil des Video News Magazins ist, das es auf DVD und Blu-ray gibt. Die Informationen dazu finden Sie auf www.videoschule.de. Und wir sehen uns morgen wieder beim Video News Channel. Servus!